What's going on right now? Servus, hallo, grüßt euch, hier ist der Olli und da stehen wir vor dem Museum of Natural History. Am 16. April, am 6. April 1869 wurde das hier eröffnet. Sind wir direkt Central Park West und wie ihr merkt, ist hier ganz wenig Verkehr. Wer hätte es gedacht? Ich melde mich natürlich wie angekündigt in einer halben Stunde wieder, 8.30 Uhr. Da bin ich zurück und hier seht ihr mich. Wuhu, servus, grüßt euch. Hi Christian, hi Anita. Wenn ihr das anschaut, hier ist kein Verkehr. Central Park West. Hammer, oder? Der Central Park, der hat mittlerweile schon die grünen Blätter. Seht ihr? Und es ist super leer. Ist ein Wahnsinn. Wer kennt so New York City? Also ich kenne New York City so auf alle Fälle. Wenn ich früh am Morgen auf meine Touren gehe, dann ist die Stadt, vor allem am Wochenende, genauso leer wie jetzt. Aber nicht an einem normalen Mittwoch im April. Da wären nämlich jetzt hier schon vor dem Museum of Natural History Menschenschlangen, die rein wollten. Da hinten habt ihr das Beresford-Gebäude. Toll, gell? Mit drei Türmen. Den vierten haben sie nicht fertig gebaut. 1930, Weltwirtschaftskrise. Whoop, jetzt haben wir auch wieder eine. Und da schaut ihr in den Central Park. Und da ist es. Super leer. Hammer, Hammer, Hammer. So, ich mache mich jetzt über Strawberry Fields Richtung Times Square. Da habe ich heute mein Treffen mit RTL. Yay! Und wenn es da mehr dazu gibt, dann melde ich mich bei euch. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich heute angezogen bin, dann zeige ich euch das auch noch. Woop, woop. Hola, David Gonzalez in Portugal. So, schauen wir mal. Drehen wir kurz rum. So, da bin ich. Oh, warm angezogen. Auf alle Fälle, denn es ist kalt und ich habe meine Holiday-Tours-Mütze auf. Yay! Also dann, liebe Leute, ich sag Servus und Ciao. Verabschiede mich jetzt nochmal mit einem weiteren Blick hier auf Central Park West, wo kein Verkehr ist. Und melde mich gleich wieder. Und dann für all die, die mit dabei sein wollten, um 8:30 Uhr bin ich für euch wieder da. Bis dann. Ciao.